Hallo, mein Name ist Erik Jensen. Früher lebte ich mit meiner Familie glücklich in einer kleinen Vorstadt. Doch dann wurde mein Land mit Atombomben angegriffen und wir kamen in ein Vault. Doch dort wurde ich 200 Jahre eingefroren, meine Frau wurde erschossen und mein Sohn entführt. Jetzt musste ich in dieser atomaren Apokalypse überleben und meinen Sohn finden. Das letzte Mal habe ich euch erzählt, wie einige Siedler mir die Aufgabe gegeben haben, einige Raider in einer Fertigungshalle zu vernichten. Doch um zu den Fertigungshallen zu gelangen, musste ich durch die Stadt Lexington. Und was alles dort auf mich wartete, erzähle ich euch dieses Mal. Okay. Ich will mich aber gar nicht so lange aufhalten, denn eigentlich wollte ich nur weiter zum Fabrikgelände. Was? Vorsicht, hier sind Raider. Wo? Irgendwer schießt. Von wo? Cotsworth, bleib hinter mir. Von irgendwo wird geschossen. Von wo? Vorsicht. Versteckt. Wo? Da. Jetzt stirb. Sehr schön. Ich brauche eine andere Waffe. So, was habe ich noch? Sehr schön. Weiterhin Gefahr. Ich nehme mir trotzdem noch mal eine andere Waffe. Ich habe auch keine Munition mehr. Was habe ich denn hier noch mit Munition? Auch nicht mehr. Die Schrotflinte. Vielleicht halten sie sich sogar für einen von ihnen. Aber ich glaube, die kennen ihre Leute. Ich glaube, das würde auffallen. Aber vielleicht auf den ersten Blick. Geräuschfalle entschärfen. Oh. Von wo? Ach, von da drinnen. Sehr schön. Wo sind noch welche? Alles in Ordnung? Gut. Terminalgrafikkarte. Okay. Noch irgendwo hier? Da, wo? Von da oben. Da oben. Okay. Andere Waffe. Ich hoffe, ich habe noch irgendwas, was ich hier entgegenwerfen kann. Da oben. Okay. Ich habe es gesehen. Runter. Ich kann leider das Glas nicht durchschießen. Was hätte ich das jetzt gemacht? Hier liegt das Fleisch. Das war leider auch wieder ein bisschen radioaktiv. Ich merke das schon wieder. Ich habe auch keine starken Waffen mehr. Da oben. Oh, scheiße. Wir brauchen irgendwie eine Fernwaffe oder müssen dann da rankommen. Und wir, die haben alle keine Munition mehr hier, ne? Ein Schuss noch. Okay. Ne, wir müssen weiter. Wir nehmen die Schrotflinte und schauen mal, ob wir noch was hier finden. Ist das aber stimmt, dass das schon die Raider, die wir vernichten mussten? Gefahr. Wo wird denn jetzt schon wieder geballert? Kurz was? Ah! Da hinten. Okay, er schießt bis hier vorne rüber. Aufpassen. Der ballert hier nur rüber. Okay, der kann mich hier nicht treffen. Gut. Super Dump Mart. Okay. Gefahr, hier ist wieder irgendwer. Merkt das doch. Eine Bank. Vorkriegsgeld. Nehmen wir mit.
Cotsworth? Wir gehen zurück zu Cotsworth. Wo ist denn der? Ach, da bist du. Ein Ghoul. Okay. Kronkorken. Ein Tafelmesser. Bringt uns auch nicht weiter. Wir müssen gucken, wo wir jetzt hin müssen. Sind wir an der Stelle, an der richtigen Stelle? Ne, wir müssen noch durch die Stadt. Okay, wir müssen durch die Stadt durch. Problem ist nur, wir haben kaum noch Munition. Das ist ein bisschen problematisch. So. Kommen wir hier rein? Okay. Aber sollte ich jetzt da reingehen oder sollte ich jetzt mal weitermachen? Ich gehe jetzt mal rein. Vielleicht kann ich da irgendwo Munition finden. Das wäre jetzt erstmal wichtig. Schauen wir mal. Ach, ein ehemaliger Supermarkt. Vielleicht hier zumindest was zu essen. Meine Sensoren empfangen einen strengen Geruch. Der ist für Sie bestimmt nicht angenehm, Sir. Nee. Da stinkt das schimmelige Essen hier. Aber gut. Gibt Schlimmeres. Ich frage mich, was hier wohl das Dach zum Einstürzen gebracht hat. Nee. Bin kein Informatiker. Nix meins. Ach du Scheiße. Super Cotsworth. Anzünden ist immer das Beste. Einkaufskorb. Findet man auch nichts Sinnvolles drin, oder? Außer Gude! Scheiße. Na Gott, das einige sie. Sehr schön. Da hinten ist noch einer. Krieg dich. So. Erledigt. Sehr schön. Ich glaube, ich will hier nur noch raus. Ich glaube, das hat keinen Sinn. Hier findet man nichts drin. Nur Ghule. Wir sollten uns um die Raider kümmern. Umso schneller können wir dann auch in Richtung Diamond City aufbrechen. Hier noch irgendwo was? Vielleicht noch eine Cola zum Mitnehmen. Nee. Okay, weiter in Richtung der Raider. Für die Raider werde ich nachher mal eine Minigun nehmen. Aber vorher ist mir nicht so wertvoll. Motorrad. Ach, schade. Alles kaputt. Kann es nicht ein Auto oder ein Motorrad geben, was noch heile ist, dass man hier ein bisschen schneller fortbewegen kann? Das wäre schön. Puppe, oder? Puppe. Okay. Warum steht hier eine menschliche Puppe? So. Statue. Ghule. Irgendwo höre ich Ghule. Wo sind Ghule? Wo? Ich sehe sie nicht. Da oben. Ah! Scheiße. Rückzug.
Danke. Boah, ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Komm, sterbt. Diese verdammten Ghule. So. Wir sollten noch was essen. Oder einen Steampunk nutzen. Dafür haben wir auch noch ein paar. Gefahr. Hier sind noch irgendwo welche. Das würde mir nicht Gefahren geben. Irgendwas. Mein Pitboy sagt mir Gefahr. Hier ist irgendwo was. Vorsicht, okay. Scheinbar haben die dich zurückgezogen. Wie viel Munition haben wir noch? Kaum noch. Wir müssen gleich auf die Minigun wechseln. So, wir müssen nach da hinten. Da oben. Okay. Verdammte Ghule hier. Hier am Bus vorbei. Mal gucken, ob wir jetzt auf dem richtigen Weg sind. Wir müssen eigentlich hier hinten durch. Da hinten müssen wir wahrscheinlich rein. Okay, ich wechsle auf meine Minigun. Nur wir dürfen nicht zu viel schießen. Hier die Raider? Wo sind die Raider? Ja. Gut. Kronkorken. Oben. Von wo wird jetzt geballert? Boom. Was war das denn? Von irgendwo wird da oben geschossen. Ich glaube, die Raider haben uns gerade entdeckt. Wieder so ein Teil. Ich bin auch mal automatisch schießendes Teil. Okay, von Haus zu Haus. Weiter, 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 weiter. So, hier vielleicht. Die schießen noch nicht auf Corpus. Oder sie ballern einfach nur in die Gegend. Hier hat nichts zu sein. Oder schießen sie auf die. Schießen die Raider auf die Ghule. Weiß es nicht. Kommen wir hier irgendwie hoch? Nee. Puh, okay. Hier rüber geht's auch nicht. Gut, dann müssen wir jetzt langsam vorrücken. Gut. Hier hat auch nichts auf uns geschossen. Irgendwer schießt schon wieder. Gefahr. Von wo? Von wo? Von wo? Von wo? Ich merke die Raider. Da, wir sind ja. Von wo sind die Raider? Ich sehe keine. Von da oben schießen sie wahrscheinlich irgendwo runter. Okay. Weiter, 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 weiter. Weiter, 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 weiter. Ach, komm. Oh, tot. Das ist genau mein Ding. Gut, jetzt reicht's aber. So. Von wo wird geballert mal wieder? Mensch, geh doch endlich mal hoch. Dankeschön. Ach, wir haben kaum noch Munition. Man kann mit einem Mini gar nicht auf Entfernung kämpfen. Aber ich habe keine anderen Waffen mehr. Ich glaube, wir haben wieder zu viel dabei. Nee, geht. Wir haben keine Ausdauer mehr. Was hat er denn dabei?
Ach komm. Habe ich vielleicht jetzt eine andere Waffe, die ein bisschen Munition hat? Ich habe hier echt Munitionsmangel. Starken Munitionsmangel. Nein. Schrotflinte. Vielleicht ist sie. 23 Schuss, okay, das muss erstmal reichen. Gefahr, von wo? Von wo wird geschossen? Ja, wir sehen uns gerade nicht. Von wo? Von wo? Von wo? Von wo? Von wo? Ich sehe nirgendwo hin. Da oben? Nein. Okay, wir gehen rein. Vielleicht können wir uns so mal rumschwungen und gehen schon mal rein. So, rein. So, das war genug von meiner Geschichte für euch heute. Und das nächste Mal möchte ich euch erzählen, was in der Fertigungshalle passierte.